Hallo liebe Seher von CryptoTV. Während ihr auf der Couch sitzt, bin ich mit dem Roman einmal mehr an der Kamera, wieder ein bisschen unterwegs. Grüße natürlich auch das restliche, wie soll man sagen, ja, armselige Österreich, wie ich zu sagen pflege. Wir sind da an einer Bushaltestelle, machen heute am 16. November wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ihr seht schon, wie üblich feigert's. Das schmale Malerband ist aus. Müssen wir das Breite verwenden. Weniger Formschirm, aber dafür mehr Klebkraft. Das heißt, vielleicht lassen's die lieben Kleinen dann jetzt mal picken, wenn so viel zum Glätzeln ist, weil das Band so breit ist. Wenn wir gerade bei den lieben Kleinen sind, wir stehen hier wie gesagt an einer Bushaltestelle, machen, weil es immer noch aktuell und immer noch wichtig ist, Aufklärungsarbeit für oder gegen den WHO-Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsrichtlinien. Mein Leben geht mich auch heute wieder unglaublich an, aber das braucht euch bequem auf der Couch im Warmen nicht zu stören. Wir stehen übrigens, wie gesagt, hier an einer Bushaltestelle, der Roman wird es festhalten. Da steht nämlich dann quasi eine große Mac-Kaffee-Werbung. Die Tassen zu dir. Ich persönlich behaupte ja, nachdem das Land nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Schön, wenn wir gerade bei McDonald's sind, mit 9. November dieses Jahres hat die Filiale in der Getreidegasse, der Roman wird das dazu passende Bild einfügen, für immer seine Pforten geschlossen. Juhu. Ein weiteres Opfer der Teuerung, ich vermute mal die Pacht in der altehrwürdigen Getreidegasse ist inzwischen nicht mehr lukrativ. Und die lieben Kleinen haben ganz, ganz viel unsere Heimat, Rest in Peace und We Will Miss You draufgeschrieben. Ja, werden die lieben Kleinen heute ein bisschen aktiver gegen den allgemeinen Irrsinn in diesem Land. Was soll ich sagen? Dann hätten wir vielleicht doch noch ihr Zuhause, wie sie es auf diesem Plakat so nett beschrieben haben. So ist das Zuhause halt weg. Langsam wird es jetzt kalt zum auf der Straße bicken. Also wir haben aktuell jetzt gerade, glaube ich, so 7 Grad oder so. Ganz den natürlichen Jahreszeiten, sprich dem No-No-November entsprechend. Wir sind aber natürlich weiter im grünen Klimawahnsinns-Narrativ und deswegen schlendern der Roman und ich jetzt gerade in Richtung Tribüne Lehn. Da will nämlich der Vizekanzler, ihr wisst schon, das ist der, der die lieben Klimaaktivisten verteidigt, aber dafür sonst überall Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten und ähnliches auf den Straßen spazieren, sagt, heute mit Salzburg reden. Also das genaue Motto, der Roman wird es einblenden, ist Salzburg, lass uns reden. Ich persönlich kenne das immer, wenn Beziehungen langsam aber doch zu Ende gehen, kommt so dieser Satz, wir müssen reden. Vielleicht ist dieses Lass uns reden von gleicher Natur. Hört. Von gleicher Natur, man weiß es nicht. So. Wo habe ich mein Malerbandel? Hast du das? Ja. Andere Tasche. So, hier. Ich weiß schon, warum ihr alle nie aktiv werdet. Also grundsätzlich wäre das jetzt ein Tutorial, was zu tun. Also man druckt sich das aus oder lässt es ausdrücken. An dieser Stelle herzlichen Dank für die Mitstreiterin, die so nett war, diese WHO-Zettel in 200-facher Form zu kopieren. Da waren wir heute einmal, weil ich auch nur zwei hängt habe. Und ja, wie gesagt, man könnte das nachahmen, wie viele unserer Aktionen, wird aber natürlich nicht stattfinden, ist mir klar.
macht aber nichts, ich mache sie eh für alle anderen. Ich habe übrigens auch im Gedenken an die 85. Jährung der Novemberpogrome in Salzburg in der Nacht vom 9. auf 10. nachdem das einzige echte Denkmal zur sogenannten Reichskristallnacht ja auf dem Grund der Synagoge in Salzburg steht und ich es unpassend fand, die zu stören und mich da auf Privatgrund zu tummeln, einige dieser Zettel in der Stadt Salzburg verteilt, habe in Ermangelung des passenden Denkmals, was wie gesagt auch zeigt, wie Salzburg mit seiner Geschichte tatsächlich umgeht. Ihr wisst ja, großes Kulturdorf. Ja. Aber gut, wir haben auch mit Wilfried dem Weitsichtigen einen Mann, der ja mit der 2G-Regel seine eigenen Bürger wieder ausgeschlossen hat aus dem Leben und gesagt hat, wer da nicht den passenden Pass vorweisen kann, der kann dann halt auch nicht einkaufen. Also da darf man sich dann auch nicht wundern, dass in diesem mäßig entnazifizierten Land die Aufarbeitung der Geschichte etwas happert. Wie dem auch sei, ich habe am 9. im Gedenken an die Novemberpogrome ein bisschen Aufklärungsarbeit betreffend WHO und so gemacht, weil ich der Meinung bin, dass sich ein menschenverachtendes bzw. totalitäres System nicht wiederholen sollte. Und wenn man sich so die jüngste Vergangenheit anschaut, haben wir da ja schon einiges, was im Argen liegt. Ich darf erinnern, heute haben wir, wie gesagt, den 16. November. Gestern war der 15. Ich hatte da einst mit dem Roman ein Video gemacht. Remember the 15th of November. Weil im Jahr 2021 haben unsere wackeren Volksvertreter, also die, die mit unserem Steuergeld uns beschimpfen und meinen, besser zu wissen, was wir als Vertreter denn von ihnen erwarten, ganz brav den Lockdown für Ungeimpfte eingeführt, mit ein paar weiteren schwachsinnigen Maßnahmen. Rückwirkend ist man jetzt, glaube ich, nahezu überall so weit, dass man weiß, dass das war Blödsinn. Aber man hat es trotzdem gemacht, man hat sich bis heute nicht entschuldigt, man hat bis heute keine Rückerstattung etwaiger Strafen und so weiter im Land Salzburg gemacht. Also ihr seht, es ist alles recht unfein. So, warte, da stehen wir jetzt beim Landeskrankenhaus. Ja, auch in Zukunft wird es heiter weitergehen, weil unser grüner Gesundheitsminister, und auch darüber werden wir vielleicht heute mit unserem Vizekanzler sprechen, hat ja jetzt in Aussicht gestellt, dass zukünftig teure medizinische Behandlungen, zum Beispiel im Falle von Krebserkrankungen, nicht mehr mittels eines Arztes bewertet werden und in weiterer Folge dann behandelt werden, sondern dass das erstmal an irgendwelche Betriebswirte geht, die dann sozusagen entscheiden, ob das den finanziellen Aufwand wert ist. Da haben wir heute mal wieder. Und wenn dem nicht so ist, ja, dann hat der Patient halt Pech gehabt und so in das Krankenkasse und sonstige System einbezahlt. Aber ich habe natürlich volles Verständnis dafür. Schließlich hat dieses Land aktuell ein paar Probleme, die sich wirtschaftlich niederschlagen. Und da muss man natürlich ein bisschen sparen. Und wo, wenn nicht beim Bürger? Also ich kann das nachvollziehen. Ganz nebenbei haben wir zwar in den letzten 5 Jahren allein knapp 10 Millionen ausgegeben, nur um den Job des Exekutivbeamten attraktiver zu machen. Aber ja, so sage ich jetzt. Wie gesagt, in Zukunft, wenn euch irgendein Wehwehchen quält, am besten am Booster holen und hoffen, dass der Betriebswirt die Behandlung genehmigt. Wenn nicht, dankt Ihnen die Bundesregierung. Viel Spaß beim Sterben. Was soll jetzt unter Betriebswirt in dem Kontext vorstellen? Was soll mir jetzt unter Betriebswirt vorstellen? Der Chef von der
Danone-Firma bestimmt dann, ob ich operiert werde oder nicht? Nein, da sitzen dann irgendwelche studierten Ökonomen und die rechnen dann aus, ob sich das mit der Lebenserwartung, den Kosten und dem Nutzen des jeweiligen Patienten für die Republik im BIP auszahlt, dass man den behandelt oder nicht. Ja? Mhm. Bei so einer Krebsbehandlung oder auch ein paar andere Krankheiten können ja in der Behandlungskostengeschichte ziemlich zu Buche schlagen. Und dieser braune Fußabdruck schneller weg, wie man denkt. Und deswegen haben wir heute jetzt gesagt, wir haben ja jetzt eine Haushaltsabgabe, um den Propagandasender dann ab Jänner zwangs zu finanzieren. Wir erhöhen auch ebenfalls von den Grünen, werden wir heute auch mit dem Vizekanzler ein bisschen drüber reden, quasi mit Jänner wieder die CO2-Steuer auf Kraftstoff. Schau, da haben wir. Da haben wir, das ist unsere heutige Veranstaltung, da steht's. Salzburg, lass uns reden. Wie gesagt, normalerweise enden Beziehungen mit dem Satz, wir müssen reden. Ich vermute mal, das wird sich da leider nicht so verhalten. Ich vermute mal, dass die Grünen bis zum Ende der Legislaturperiode mit dem Koalitionspartner am Sessel kleben bleiben werden. Die ÖVP hat ja kürzlich im Kanzleramt schon neue Stellen geschaffen, um eventuell auch nach einer zu erwartenden Wahlschlappe trotzdem da irgendwie noch Postenschacher betreiben zu können. Also es geht heiter weiter. Ja, wie gesagt, Reichskristallnacht haben wir zum 85-jährigsten Gedenken gehabt. Wer sehen will, was passiert ist, schaut auf meiner Facebook-Seite rein, da findet ihr Text und Bilder dazu. McDonald's hat zugemacht. Ja, die lieben Kleinen werden jetzt schwierig zu ernähren werden, wo das doch die billigste Möglichkeit ist, Kindern eine warme Mahlzeit zu geben. Also in der Getreidegasse ist diese Möglichkeit jetzt für immer weg. Dass es generell auf harte Zeiten zugehen wird, habe ich letzthin bemerkt, als ich vor einem Biller einen großen Aufsteller gesehen habe, mit einem Liebesymbol, ihr wisst schon, also dem da. Ja? Und in diesen Verhaltensregeln stand eben drauf, dass sich der Kunde ruhig zu verhalten hat und die Waren ausgegeben werden. Und wenn tumultartige Zustände entstehen, dann werden keine Waren mehr ausgegeben. Ja, wie gesagt, vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft bei einem Biller. Der Roman wird das besagte Bild einblenden und ja, uns könnte ich natürlich sagen, dass wir an dieser Stelle wieder bei ganz, 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 ganz viel Liebe sind für alle, die die Probleme immer noch wegbeten, wegmeditieren und sonstiges. Das Video, das der Roman dazu macht, in dem erklärt wird, wie das mit den Bauermeditationen und den großen Führern und sonst was ist, kündige ich hier nicht mehr an, weil es wird eventuell noch ein bisschen dauern. Ne? Aber ja, so ist es. Vielleicht wird es dann schneller, wenn man es nicht mehr ankündigt. Ja, du, alles gut, gut Ding braucht Weile, nachdem sonst auch keiner was tut. Da haben wir ein Fakt ÖVP, dem kann man natürlich vollendlich und vollinhaltlich zustimmen. Also bei der Biller werden bald keine Waren mehr ausgegeben, man nimmt sie sich dann einfach. Bei Tumulten folgendes. Na, ich habe das schon ganz spannend gefunden, dass, wie gesagt, die Biller jetzt, wo wir ja langsam, wie es letzthin so schön geheißen hat, die Mittelschicht macht einen großen Schritt zurück oder so. Das sind mehr Instructions für die Angestellten, nicht für die Kunden. Da ist halt jetzt einfach schon mal ein bisschen für die Endzeitstimmung schon mal die Verhaltensregel aufgestellt worden. Ne? Ich finde es gut, man soll sich ja immer rechtzeitig darauf vorbereiten. Und nachdem ja Österreich in der Vergangenheit erst gesagt hat, Maskenpflicht kommt keine, schlichtweg weil wir keine gehabt haben, dann umetikettiert wurde, was die Chinesen da billig produziert haben, von Schwarzarbeitern zur Bereicherung
ein paar Hochwohlgeborene in diesem Land. Gefängnishäftlingen. Kamen sie dann doch. Ja, und wie gesagt, Biller ist halt einfach da schon seiner Zeit voraus. Die sagen, bevor wir dann überrannt werden, ja, schreiben wir gleich hin, wie man sich zu verhalten hat bei der voranschreitenden Lebensmittelknappheit oder so. Hauptsächlich haben das inhaftierte Chinesen gemacht. Die Testpakete, die Masken. Da haben sie dann die Hilferufsgesuchsblätter dann versteckt, die, was dann der Kunde entdeckt hat in Europa, wo so also Masken herkommt, wo es hergestellt worden ist, unter welchen Umständen. Ja gut, man muss natürlich dazu sagen, dass die chinesische Marktwirtschaft, die ich durchaus als turbokapitalistisch bezeichnen würde, mit diesem Einparteiensystem einer kommunistischen Partei, haben wir ja in Österreich jetzt auch sehr erfolgreich, natürlich generell eigentlich alle Chinesen ein bisschen gefangen hält. Die Privilegierten und Braven dürfen halt dann einmal ins Kulturdörfchen zu uns kommen und dürfen ein paar Mozartkugeln kaufen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. So, ein weiterer WHO-Zettel. Ich hätte gesagt, wir schlendern weiter. Und eigentlich ist damit für heute alles gesagt. Also Datum haben wir. Ah ja, siehst du, wenn wir da gerade. Ah, das machen wir anders. Ja. So, machen wir mal ganz gut. Ich habe ihn nämlich, wie gesagt, ein paar Tage lang nicht gesehen, weil er mal Schlafen nachgeholt hat. Danke dir, was kriegst du mir das Teil? Einen feuchten Händedruck, und nachdem das mit Babyelefanten und Händedruck und Handflora scheiße ist. Also zur Erklärung, du hast eine wunderschöne, umfangreiche Geldtasche mit vielen Steckfächern für Karten, Geld und so weiter. Da gibt es ein Kleingeldfach, das Ganze ist, damit es geschlossen ist, mit einem Druckknopfverschluss gemacht. Ich habe da jetzt im Moment nur diese Lösung gemacht, weil ich nicht weiß, ob du sie in der linken oder rechten Gesäßtasche tragst. Das heißt, so hast du einmal die Möglichkeit rechts. Und wenn du sie links tragen würdest, wäre das die Möglichkeit links. Kann man natürlich, wenn du dich für eine Arschbacke entschieden hast, auf der du das weitere Elend absitzen willst, mittels eines kleinen Lochs und einer Metallöse noch ändern. Okay. Die Kette ist lang genug, die ist im Moment doppelt. Das heißt, du kannst sie entweder so belassen oder halt offen tragen, wie dir das beliebt. Und zur Not kann man die, wir haben das ja letzthin festgestellt, bei einem freundlichen Bauhausmitarbeiter zur Not auch nochmal mit der großen Bolzenschneider-Geschichte kürzen. Ah, die Länge passt gut. Ja, ich hab mir gedacht, mit doppelter Kette ist nicht so schlecht und damit bist du. Jetzt soll ich es dabei nochmal einstecken? Ah, ich hab eine Tasche. Ja, bevor es verloren gibt, also gute Tasche drinnen. Ich bin heute geistig noch nicht ganz auf der Höhe, hatte heute einen Arzttermin und einmal mehr latenten Schlafmangel. Es war ja in Salzburg unter anderem auch einmal mehr die Gast. Also es ist zusammengekommen, was zusammenkommen musste. Nämlich die Gastronomie, die auf Punkt und Komma jede noch so sinnbefreite Verordnung mitgetragen hat. Und das Salzburger Messezentrum. Wir haben da im Oktober schon erklärt, jenes tolle Impf- und Teststraßen Gelände, wie dem auch sei, es ist ja so, dass die Gast von Jahr zu Jahr schwächer wird. Trotzdem waren natürlich viele verhaltensoriginelle, weil betrunkene Gastronomen unterwegs. Da kommt mir eigentlich auch noch mal ein Anhänger. Und ja, ich war einmal kurz, um auch dort ein bisschen Flugblätter aufzuhängen zum Thema WHO und so weiter. Ich war natürlich allein auf weiter Flur, erwartungsgemäß. Somit nochmal alle herzlich gegrüßt, die da in der Blase wiederholt vermeintlich aktiv sind. Und
alle, die da als Couch-Guerilla und, weiß ich nicht, Telegram. Und sonstige vermeintliche Freiheitskämpfer unterwegs sind. Aber ja, so ist es halt. Was das, Motto, das Motto des diesjährigen Gastflyers war übrigens, Dankeschön, war übrigens recht lustig, weil da stand noch wirklich, wir sind dabei. Ich habe in meinem Facebook-Beitrag, vielleicht schafft es der Roman, den als Gesamten irgendwie zu verlinken, dann auch geschrieben, ja, von mir haben mitgemacht. War es dann jetzt endlich eh nur ein kleiner Sprung zu wir sind dabei. Aber ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich ein Gastro-Special machen, nachdem es ja da letzthin diesen lustigen SN-Bericht über die Türsteher gab und die Gast ein lohnendes Thema abgegeben hätte. Mit Roman war ein bisschen verhindert, der musste mal dringend Schlaf nachholen, sei ihm gegönnt, weil das restliche Land tut ja überhaupt nichts und schlaft nur. Bei einigen Ärzten war ja. Und dementsprechend werden wir vielleicht anderer Zeit nochmal ein Gastro-Special nachreichen. Wie gesagt, im Prinzip ist es eh wurscht, was wir tun, weil ihr ja eh auch nichts tut. So. Es ist total nett, dass die da überall so praktische Aufhänger für meine Taschen gemacht haben. Ja, heute haben wir den zweiten Versuch unseres Vizekanzlers. Letztens hatte er Corona positiv. Da konnte er dann nicht kommen. Vor ungefähr einem halben Jahr. Nein, nicht einmal ein halbes Jahr. Vor vier Monaten, oder? Nein, nicht. Aber das ist der Beweis, dass die Impfung wirkt. Also nicht, dass er Corona positiv war, sondern dass er nicht verstorben ist und nach nur wenigen Monaten auch nochmal sein Wahlkampfding da aufnimmt und mit Salzburg reden will. So. Vielleicht lässt sich dann der Lauterbach doch noch impfen, wenn er sieht, dass beim Kogler so gut funktioniert. Naja, die beiden haben ja eine ähnliche Vita, was die Beimengung von etwaigen Substanzen oder Flüssigkeiten angeht. Also man sagt ja, Alkohol desinfiziere. Insofern ist das vielleicht gar nicht der Impfung geschuldet, sondern vielleicht haben die Viren einfach in dem Restalkoholpegel nicht so lange überlebt, wie das sonst ist. Also jeder, der sich ein bisschen mit den banalsten Dingen im Leben auskennt, weiß ja, dass man mit Alkohol in größerer Dosis, also mit höherer Prozentzahl sozusagen, durchaus Sachen desinfizieren kann. Man nimmt ja auch da in der Medizin so Alkotupfer und so, um da eben oberflächlich, bevor man zum Beispiel so einen unglaublich tollen Booster war, reinjagt, die Haut von Keimen und Ähnlichem zu reinigen. Und ich glaube einfach, dass unser Vizekanzler eventuell, aber das ist jetzt natürlich wohlgemerkt nur meine persönliche Meinung, und ich kenne den Herrn Vizekanzler natürlich nur von etwaigen Auftritten in irgendwelchen Medien und noch nicht persönlich, das werden wir heute nachholen, aber ich gehe davon aus, dass da vielleicht einfach der Alkohol seine segensreiche Wirkung gehabt hat und das gar nicht unbedingt einer Impfung zuzuschreiben ist, dass er doch nicht an der todbringendsten Krankheit aller Zeiten, die wir jemals hatten, wo man Schulen zusperren musste und so weiter,
letztendlich zu Tode kam. So ist das. Somit haben wir eine sterile Politik, Artenflora, braucht man keine, ein bisschen braun und das passt schon. Ja, damit sind wir jetzt hier gegenüber vom Polizeiposten in Lehn. Da hat man das Hinweisschild sicherheitshalber gleich unbeleuchtet gelassen. Wahrscheinlich muss man Energie sparen. Vielleicht hat man sich aber auch gedacht, wenn man eh keine Planstellen kriegt, obwohl man 10 Millionen für das Werben ausgegeben hat, lassen wir lieber das Licht aus. Sei es wie es sei. Es beginnt jetzt dann auch wieder zu regnen, das ist sehr schön, weil ich habe ja schon erwähnt, es war ja kurz davor, dass wir in diesem Land alle mal wieder verglüht, verbrannt und sonst was sind. Und ja, ich hatte groß damit zu kämpfen, dass es so heiß war in den letzten Gastnächten, dass scheinbar der Himmel geschmolzen ist und in heftigen Tropfen von oben runtergefallen ist. Ah ja. Ja, aber es scheint jetzt vorbei. So ist das. Aber wir sind ja einmal mehr vorbereitet. Haben das tragbare Dach mit. Ja, da stehen wir jetzt an der Kreuzung, der Raumann steigt dann ein, wenn es wieder was Spannendes gibt, weil wie wir die letzten Meter noch schaffen, könnt ihr euch vorstellen. Und damit ein, der Raumann würde sagen, gehabt euch wohl und ich schicke natürlich eine Power-Meditation und ganz viel Liebe mit auf den Weg. So, setz dich spannend. So, der Roman hat nochmal den Akku gewechselt, also quasi, wisst ihr, ökologisch wertvoll, Akku, nichts aus der Steckdose. Da stehen auch schon mit frischem Wind in den Segeln die Aufsteller von den Grünen. Wir werden da jetzt in die Tribüne legen gehen. So wie es ausschaut, sind wir die Einzigen aus unserer Bewegung. Wer hätte das gedacht? Aber RTV Privatfernsehen war ja auch der einzige Sender, der sich dem 15. November und dem Lockdown für Ungeimpfte kürzlich nochmal angenommen hat. Der Rest hat ja auch totgeschwiegen. Wie gesagt, alles wie es immer so sein soll. Wir mischen uns da jetzt um das Volk. So, was gibt's? Kühle Rhabarberschorle zum Trinken. Ja, spannendes Lesematerial. Wir haben da quasi ein bisschen, deine Heimat braucht gutes Klima. Deswegen machen wir quasi aus Papier Infomaterial mehrseitig. Also. So schaut der schönen Köpfen aus. So schaut es dann auf der anderen Seite aus. Viele Bilder, wenig Text. Ist ja auch für den österreichischen Bürger gemacht. Da kann man ja irgendwo mitmachen. Deine Nachbarschaft kann mehr. Engagiere dich jetzt. Veränderung fängt unmittelbar in der Nachbarschaft an. Jeder Schritt in eine grüne Zukunft zählt. Du hast Ideen, wie es besser geht. Du hast genug von eingesessenen und altgedienten Vorstellungen. Bei uns kannst du dich aktiv einbringen und mitgestalten. Eingesessen also, bin das, ich schon. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn das so gut funktioniert wie bei uns in der Bewegung, wird das ein voller Erfolg. Also, ich packe das trotzdem fürs Aktiv. Ja, da muss ich erstmal auf Betriebsdeckel kriegen und auch mal zwei Spitzen.